Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Making-of unseres ersten Legevideos. Hier möchten wir kurz verpacken, was wir alles verwendet haben für das Legevideo und vielleicht auch ein paar Tipps, die bei Ihrem ersten Legevideo helfen können. Bei uns hat es so funktioniert, wir wollten ein Legevideo über den Wiener Bildungsserver machen. Das heißt, das erste war ein Text, also ein Skript. Zu diesem Skript haben wir dann die Bilder recherchiert. In unserem Fall kleine Logos von Icon Monster, die ich dann ausgeschnitten habe in wundervoller, mühsamer Kleinarbeit. Und danach haben wir mal einen Ablaufplan erstellt und ich habe mir jetzt drei nach die Bilder hergelegt, die ich für die unterschiedlichen Einzelsequenzen verwenden möchte. Zum technischen Aufbau. Wir verwenden ein Schüler-iPad, einfach die Kamerafunktion davon, also die Videofunktion. Haben es hier auf einem Lüftungsheizungsgitter aufgelegt und um die richtige Höhe zu erzielen, mit ein paar Büchern untergebackelt. Und als Beleuchtung, damit man die Schatten von den Beinen hier nicht sieht, haben wir von oben noch eine Schreibtischlampe darauf geleuchtet. Das ist ein bisschen eine Spielerei, bis man den richtigen Winkel dafür findet und dann am besten einfach stehen lassen und möglichst nicht mehr ankommen. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen und werde jetzt einfach mal loslegen. Ganz wichtig ist, nach dem Einschalten der Rekordfunktion vom iPad kurz warten, sonst hat man das Gefühl, man filmt ein Erdbeben. So. Mit den vier kleinen Post-its habe ich mir die Ecken des Videos ausgelegt, damit ich nicht irgendwo aus dem Bild rausfahre. Und los geht's mit dem Text. Entweder bei unseren Workshops oder Sie schauen auf unseren Webs vorbei. So ungefähr kann das jetzt ausschauen. Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit, das im Nachhinein in einem Schnittprogramm ein bisschen zusammenzuschneiden oder noch etwas zu hinterlegen, vielleicht den Ton nochmal neu aufzunehmen, wenn man sich zu oft versprochen hat. Aber im Grunde ist auch ein Video mit kleinen Fehlern immer sympathisch. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, es auszuprobieren und vielleicht schicken Sie uns eine Rückmeldung oder Ihre Fragen. Bis bald!